So Freunde, die letzte Station auf meiner Tour, Tag 10, Heimfahrt. Ja, eigentlich die vorletzte, die letzte ist ja dann wieder zu Hause, aber ich bin hier in den Hof reingefahren, auf dem Parkplatz und schaut mal, wer da schon da steht. Hey, hi, servus, Michi. Guck mal, was ich Leckeres für dich habe. Das, was du beim Philipp nicht bekommen hast. Ja. Nämlich den guten Kaffee. Wie magst du so gern blond und süß? Den hast du verdient. Also nach über 500 Kilometern jetzt die Etappe ist das genau richtig. Jetzt auch noch eine Red Bull, dann bist du wieder fit. Ist das jetzt meine Tasse? Ja, die darfst du haben. Aber ich muss da ganz ehrlich gestehen, ich habe alle Tassen losgebracht schon. Ich gebe da einfach mal Adresse, da kannst du bestimmt nur eine Tasse irgendwann mal herschicken. Nee. Ich glaube, da finde ich doch noch eine. Ja, da bin ich ja beruhigt. Also exakt eine habe ich noch dabei. Ja, Traum. Wie ausgemalt, du. Gut. Er kriegt jetzt seine Tasse und dann hocken wir uns erstmal gemütlich hin. So machen wir es. Also unser McDutchie, McAllister, der richtet hier im Hintergrund schon her und... Ich mache ja gerade Striptease. Ja, ich crash jetzt da hier. Ach nee, der filmt ja noch nicht einmal. Nee. Aber bevor ich jetzt sein Video crash, filme ich das jetzt vorher, was es an Zutaten gibt und was es gibt. Und genaue Video könnt ihr dann bei ihm angucken. Aber dass wir hier jetzt in diesem Video auch noch was Leckeres zu sehen haben, mache ich das halt auch mit. So, mein Guter, jo. Dann sag uns doch mal, was du hier alles hast. Also, hier habe ich einmal Kalbsfleisch, beziehungsweise Kalbsschnitzel, geschnitten in kleine Schnitzel. Mhm. Die sind mariniert mit Bier, mit Senf, mit Majoran, mit Paprika, mit Knoblauch. Und die werden wir uns dann schön im Dutch Oven scharf anbraten. Dazu gibt es dann auch Champignons. Und das Ganze werden wir ein bisschen verfeinern mit einer sauren Sahne, ein bisschen Zitrone, ein bisschen Brühe kommt dazu. Und dazu essen wir dann Reis. Ja, das hört sich doch mal sehr gut an. Du hast gesagt, du hast noch nichts gehabt auf deiner ganzen Tour aus dem Dutch Oven. Genau, ganz genau. Kann ich die nicht einfach so heute davon ziehen lassen, ohne dass es einen Dutch Oven gibt. Und ich sehe, er hat sich hier draußen schön aufgetürmt. Ist das deine komplette Sammlung hier? Das ist meine vorläufig komplette Sammlung, ja. Okay. Tja. Da ist alles mit dabei. Gut. Dann machen wir jetzt ein Video. Jetzt hat er gerade noch gesagt, wenn ich mehr Zeit mitgebracht hätte, hätten wir uns hier auch noch ein bisschen was angeschaut, aber tut mir leid, haben wir den Spitzen, das kriege ich einfach nicht mehr rein heute. Darf ich es die Leute mal kurz erklären? Ach so, ja, mach mal. Also Werbung an, wir haben hier in Hirschau den Monte Caolino, das ist der größte freistehende Sandberg in Europa. Wir haben ja ein Spitzenbad am Fuße des Monte Caolinos. Ihr habt da Freizeitmöglichkeiten, ihr könnt dort einen Sandski fahren, ihr habt eine Sommerrodelbahn, ihr könnt dort campen und. www.montecaolino.de, schaut einfach mal vorbei, wenn ihr mal Urlaub machen wollt. Hier findet jeder das Passende. Ja. Und bei ihm könnt ihr dann zum Essen vorbeikommen. Nur Vorbestellung. Okay. Ansonsten hast du bloß die Weberkugel. Bis jetzt ja, aber nächste Woche kommt da was nach. Ah. Aber da darf ich noch nichts verraten. Da sind wir ja wohl mal gespannt. Also der Gute filmt hier mit Handy und mit Videokamera. Ist auch mal ganz nett zu sehen, wie es andere machen. Sehr aufwendig, kann ich nicht empfehlen. Ja, zwischendurch kann ich ein bisschen quatschen. Seine Cam läuft zwar, aber er hat gerade so bei sich im Video gesagt, da läuft der Zeitraffer und da geht ja dann wahrscheinlich eh kein Ton. Ganz genau so wird's laufen. Ich habe jetzt hier einen guten viertelten Anzündkamin voll. Und da werden wir einfach mal ringsherum die Kohlen verteilen. Ich crash hier jetzt deine Videoaufnahme. Ist okay. Verschönerungen sind immer erlaubt. Ja. So, dann werden wir hier unseren Dutch Oven draufgeben. Aber es ist wohl eine Schaumschöpfkelle. Und da werden wir uns die Flüssigkeit hier ein bisschen absieben lassen. Und dann werden wir uns unser Kalbsfleisch hier schön anbrutzeln. Magst du mitessen? Großen Knoblauch. Hau nein. Leute, ich muss da jetzt weggehen. Der Geruch. Ich habe so einen Kohldampf. Ich könnte mir jetzt schon rein hocken. Ihm passiert dasselbe wie mir eigentlich regelmäßig, wo ich einfach weitermache. Haben wir bei ihm unterbrochen. Ja. Nein, nicht. Ich hab's ja auf Video von beim mir.
abschöpfen, also wo er das Fleisch rein hat, ist zu viel von dem... Ja, das ist kein Bratfleisch, sondern Kochfleisch. Ja, von der Brühe oder wo er es eingelegt hatte, mit reingekommen in den Topf. Und das haben wir jetzt noch sauber abgegossen. Ich glaube, das sollte ich mir für mich merken. Ja, wie gesagt, mir passiert das eigentlich regelmäßig, aber ich habe es noch nie abgeschöpft dann. Da wird dann bloß nur die Hälfte von den Champignons da sein, aber das soll auch so sein. Aber das dauert jetzt seine Zeit. Also deine Cam ist aus. Dann erzähl doch mal gerade meinen Zuschauern, wie das jetzt weitergeht. Ja, also das Fleisch haben wir angebraten. Jetzt werden wir hier noch die Champignons und die Zwiebeln erstmal hier anschwitzen bzw. anbraten. Und dann geben wir unser Fleisch wieder dazu. Zum Fleisch kommt dann als Soße hier unser Bier-Senf-Sud, den wir hier haben. Ich hoffe, man kann ihn sehen. Ja, einmal frei. Auf jeden Fall werden wir dann die Soße hier ein bisschen einreduzieren lassen und dann werden wir das Ganze abschmecken mit Brühe, mit bisschen Zitronensaft. Habe ich die saure Sahne schon erwähnt? Ja. Okay. Salz, Pfeffer noch dazu. Meine Frau ist drin dabei beim Reiskochen und dann, ja, das Ganze darf dann circa 10 Minuten so ein bisschen einköcheln und dann ist unser Essen ja auch schon fertig. Wunderbar. Weil ich will ja hier jetzt nicht sein komplettes Video zeigen, sonst gibt es ja keinen Anlass mehr bei ihm zu gucken. Aber das will ich an eurer Stelle machen. Oh, habe ich einen Hunger. Beides fertig, Michi. Na Gott sei Dank. Man kann seinen Magen schon brummen hören. Ja. Wie ein Bär. Okay. Ich denke... Ich werde das Video, weil das wird mit Sicherheit vor diesem Video heraus sein, das werde ich dann unten noch mit verlinken. Hoffentlich vergesse ich es nicht. Hat dir schon mal einer gesagt, wollte es nach der Genfer Konfession verboten? Das ist Geruchsfolter, was du hier machst. Ja? Ja. Hammergeil. Ich fühle mich geschmeichelt. Aber hammergeil. Das hast du auch mal verdient, mal so auf die Folter gespannt zu werden. Also, ich muss jetzt schon sagen, auch von hier nehme ich ein paar Infos mit. Ja, schauen wir mal, was ich als nächstes mal wieder topfen werde. Hast du schon eine Zeit zu gucken, ob der Teller auf der Cam oben ist? Ja, freilich. Das wäre fantastisch von dir. Moment. Ja, es sieht so aus, als ob er drauf ist. Perfekt. Ein bisschen, nee, zum Rand hin. Ja, so ist doch wunderbar. Aber heute auf die Schnelle muss das so auch reichen. Jawohl, tut er noch was drauf, Michi. Meine Knoblauchzehe. Ja, die ist ganz wichtig. Zum Schluss garnieren wir das Ganze noch mit ein bisschen Petersilie. Bier, Senf, geschnetzeltes vom Kalb. Geil. Und genau das lasse ich mir jetzt schmecken. Ja, jetzt ist wieder der Augenblick der Verkostung. Aber nicht ohne mich. Ja, der Michi, der lüstert ja schon seit einer halben Stunde, dass es endlich probieren kann. Ja, ja, jetzt ja. Ist endlich der Augenblick. Also dann, cheers. Lass das schmecken. Ja, dir auch. Boah, Hammer. Gratulation, du hast genau meinen Geschmack getroffen. Ist geil, oder? Mhm. Ja. Und meine Knoblauchzehe. Also, was man dazu jetzt sagen kann, geschmacklich, herzhaft, Bombe. Wirklich klasse. Das Bier schmeckt mal fantastisch raus hier, auch den Senf. Finde ich mega, mega klasse. Hätte ich eigentlich gedacht, der geht wieder unter. Was auch einen spitzen Akzent setzt, ist die saure Sahne hier. Schmeckt wirklich mega. Also der Micha, der schöpft sich ja hier einen Löffel nach dem anderen rein. Mhm. Magst du auch was Kurzes dazu sagen? Ich kann nicht reden, ich muss essen. Da hast recht. Also ein Gericht, super leicht zuzubereiten. Das Ganze hat jetzt wirklich eine halbe Stunde gedauert. Ging super, super schnell und schmeckt wirklich mega lecker. Richtig geil. In diesem Sinne möchte ich mich auf euch verabschieden. Wir müssen jetzt essen, der Micha muss weiter, den seine Frau erwartet ihn. Jo. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen, hat euch Spaß gemacht. Wenn es so war, lasst mir wieder den Daumen nach oben da, gebt mir einen freundlichen Kommentar. Wenn möglich, zwei. Bei Michi schaut er auch vorbei, den hinterlasst er auch ein Abo. Würden wir uns mega, mega freuen. Und in diesem Sinne, schönes Wochenende. Danke fürs freundliche Zusehen. Man sieht sich.
euer McAllister und der Grillchunky. Peace. Leute, wir sehen uns nachher dann, wenn ich zu Hause bin. Fazit hat er jetzt schon dazu gesprochen. Echt geil. So muss das. Tja Leute, ich bin zu Hause angekommen. Windmühle werde ich morgen auspacken und da hinten habe ich ja noch so einen Büffelkopf mir oder Stierschädel mir gekauft. Den packe ich erst ganz danach aus. Tja, und der Horn ist der Horn. Ja, erst einmal ein bisschen Müll aus dem Auto raus und ich bin so Mausfetzer hier. Endfazit werde ich dann erst morgen sprechen, aber für euch ist es ja wurscht, das kommt ihr dann gleich hin. Anschluss. Ja, erst einmal ein bisschen ausruhen, entspannen, jetzt noch einen Kaffee trinken und nächste Szene halt dann. So Freunde, ich bin jetzt einmal ja, so halbwegs daheim angekommen. Auto habe ich soweit ausgeräumt, ein bisschen was aufgebaut und dann würde ich mal sagen, schauen wir mal so zuerst noch schnell meine Mitbringsel an. Weil ein bisschen was habe ich ja mir gekauft, geschenkt bekommen, ja und so weiter und so fort. Und Fußballfans hängen überall ihr Fußballzeug auf, ihre Fahnen, ihre Plakate etc. pp. Tja, und ich hatte es ja schon mal gesagt, ich bin Petromax-Fan und deswegen, ja, habe ich jetzt auch so ein geiles Petromax-Fähnchen noch bekommen. Also ich finde es geil, mir gefällt es gut. Dann nochmal danke an Petromax dafür. Dann habe ich, ja, wo ich bei Petromax war, mir noch was mitgenommen, damit eben das Schildchen nicht so alleine ist. Ja, habe ich mir das von Feuerhand auch noch mitgenommen. Hier noch so Aufsteller von Feuerhand und Petromax. Da denke ich mal was aus. Da hat der Jonas gedacht oder die Idee gehabt, vielleicht so mit einer Lichterkette hinterlegen oder so. Ja, schauen wir mal, ob da irgendwann einmal was kommt. Aber wenn dann drinnen. Tja, den Anzündkamin habe ich mir ja direkt bei Santos gekauft. Ganz normal und regulär. Meinem Schatz habe ich auch was mitgebracht. Habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Diese Windmühle vom Garten. Ich bin ja gespannt, ob die sich vom Wind dann wirklich dreht. Und mit dem Wind sich dreht. Ja. Und mir habe ich für einen Grillplatz. Und mir habe ich für einen Grillplatz auch was mitgenommen. Tja, jetzt habe ich endlich einen. Stierschädel. Der wird irgendwo da hinten über die Fenster drüber kommen. Ja, geile Sache. Ja, auch in Polen mitgenommen. Ja. Und dann werden noch die Kleinigkeiten, wo ich von meinen Gastgebern bekommen habe. Schauen wir mal schnell in den Karton rein. Ja, lecker, 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 lecker Brotzeit. Dann ein geräuchertes Schweinefilet. Gut, ich meine, den kann ich nicht verleugnen, von wem das ist. Danke dafür nochmal. Dann noch zwei Lausitztassen. Wer aufgepasst hat, weiß, woher die kommen. Hier habe ich noch einen Steakpfeffer bekommen, einen selber gemachten. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so ganz genau, was das war, aber auf alle Fälle auch selbst geräuchert. Und ein lecker Glas Honig. Wer die Videos anschaut, naja, der wird es dann auch wissen, woher. Mirabellenlikör war das, glaube ich. Und dann habe ich hier noch Olivenöl, Bärlauch, Basilikum. Ja. Danke dafür.
definitiv mehr, als ich erwartet habe. Also, ach so, ja, Grilletta, Klaus grillt. Das hat mir auch irgendjemand noch gegeben. Ich kann es euch aber nicht mehr sagen, wer das war. Ja, Leute, das war eigentlich jetzt schon die kleine, ja, bleiben wir mal hier, die kleine Übersicht von den Mitbringseln. Es waren insgesamt 2440 Kilometer, was ich runtergespult habe. Eigentlich schon ein Haufen Holz, gell? 2440 Kilometer. Ja, innerhalb von den 10 Tagen mit Heimkunft gerechnet. Insgesamt waren es wie viele Stationen? 10, 11. 11 Stationen. Bei einer Station war ich doppelt. 2 Zwischenstationen. Ja, müssen es 11 Stationen gewesen sein, wo ich angehalten habe, wo mein Auto geparkt war. Aber das seht ihr, habt ihr ja mittlerweile alles gesehen. Haltet euch fest, mein Red Bull Verschleiß waren lächerliche 15 Dosen. Ja, plus ein oder zwei, wo ich bei den Gastgebern noch bekommen habe. Aber jetzt im Auto, beim Autofahren, 15 Dosen Red Bull entspricht einem Tagesdurchschnitt von 1,5 Dosen. Ich glaube, das kann man lassen. Und 7 Dosen, etwas kleinere Dosen, also keine 0,3er, 30er Dosen Cola. Wen das halt auch noch interessiert. Alles in allem eine absolut gelungene Tour. Wenn sich mir die Möglichkeit bietet, auch die finanzielle Möglichkeit, darüber spreche ich jetzt gar nicht, was mich der ganze Spaß gekostet hat. Kann sich jeder selber ausrechnen. Spritkosten. Mein Auto schluckt übrigens bloß das gute Super Plus. Am liebsten von Aral, im Notfall auch von Shell. Ja, da kann man sich das gleich doppelt ausrechnen. Ja, ansonsten eine richtig super geile Tour gewesen. Und da habe ich gesehen, da hat so eine Dreckskatze mein Kobinox-Grill voll gekotzt. Ob das eine Anspielung war auf einen neuen Grill? Keine Ahnung. Naja, verdammt. Man kommt heim und hat halt wieder Arbeit. Ja, ich bin auch noch nicht ganz fertig. Mein Köfferchen muss ich noch auspacken. Und ansonsten, ja, wie gesagt, super Tour, jederzeit wieder, gerne, wenn sich irgendwie die Möglichkeit dazu bietet. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht, die Videos mit anzugucken, dabei zu sein, das Ganze zu verfolgen. Und zwischendrin habe ich ja, glaube ich, eventuell jetzt schon wieder ein paar normale Videos mit rausgebracht. Weil es dauert natürlich alles seine Zeit, das zu bearbeiten. Die Arbeit läuft ja auch schon wieder nebenbei. Und ja, in diesem Sinne, schauen wir, ob es wieder eine gibt. Ciao.